Wenn du tust, was Gott dir sagt, dann wird er tun, was er verheißen hat. Beim ersten Mal kam Jesus, um Menschen zu suchen, zu finden und zu retten. Beim zweiten Mal wird er als Richter kommen. Wir leben heute noch in der Gnadenzeit. Deshalb entscheide dich heute für Jesus. Alle Dinge müssen dir zum Besten dienen, weil du Gott liebst. Du wirst stärker aus einer schweren Situation rausgehen, als du hineingegangen bist. Wie viel Raum schenkst du dem Heiligen Geist? Hörst du auf ihn? Sprichst du mit ihm? Darf er dich korrigieren? Darf er dich täglich in die Wahrheit führen, die dich frei macht? Darf er dich ermutigen? Durch den Heiligen Geist kannst du ein Botschafter des Reiches Gottes sein. Eine Sekunde Gottes Gegenwart zu erleben, ist besser als 1000 Jahre hier auf der Erde. Achte darauf, was du hörst, was du denkst, was du sprichst, und dann handle im Glauben. Bitte denke groß. Halte an deiner Vision fest, die weit über das hinausgeht, was du dir vorstellen kannst. Du hast ein von Gott gegebenes Schicksal. Jesus kommt wieder. Er kommt bald. Was bedeutet das für uns? Gehe verantwortungsvoll um mit den Menschen um dich herum. Achte auf deine Beziehung zu Gott. Nutze die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Unser Leben ist abhängig von den Entscheidungen, die wir heute treffen. Wir dürfen nie das Evangelium benutzen, um politische Rechte oder Freiheiten einzufordern. Aber wir sollen jede politische Freiheit nutzen, um das Evangelium zu predigen. Sei ein Zeuge Jesu. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Geistliche Gesetze haben Auswirkungen. Ob du damit einverstanden bist oder nicht, ob du daran glaubst oder nicht. Sei gewiss, du darfst frei werden vom Gesetz des Todes durch das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Denn du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Lass deine Liebe nicht erkalten. Die meisten Menschen glauben ihren Zweifeln und zweifeln an ihrem Glauben. Nähre deinen Glauben mit dem Wort Gottes und sieh dann zu, wie deine Zweifel verhungern. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Gott will, dass wir unsere erste Liebe wieder ganz auf ihn richten. Es gibt keine Alternative für Gottes Berufung. Wenn Gott in dein Leben gesprochen hat, folge deiner Vision. Bitte gib nicht auf. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Glaube hat einen Bruder, Geduld. Wo diese beiden aufeinandertreffen, ergibt sich eine starke Kombination. Lass sie in deinem Leben wirksam werden und du wirst deine Verheißungen erben. Werke sind keine Voraussetzung für Errettung, sondern das Resultat unseres Glaubens. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Lasst uns aufhören, Gott zu erzählen, wie gefährlich Corona ist, und stattdessen Corona erzählen, wie groß Gott ist. Es ist die Zeit, durchzubrechen in den reinen Glauben an die Größe Gottes. Amen. Menschen haben dich abgelehnt und verletzt. Gott lehnt dich niemals ab. Er möchte dich heilen und wiederherstellen. Er liebt dich von ganzem Herzen. Gott wartet auf dich. Komm. Prophetie ohne Liebe ist eine Waffe. Prophetie mit Liebe ist ein Schlüssel. Jesus Christus ist keine Theorie. Jesus Christus ist das Leben. Jesus Christus ist die Antwort. Darum liebt einander, wie er es uns geboten hat. Denn Liebe, die nicht handelt, schläft. Unsere Aufgabe ist es, Glaube festzuhalten. Gottes Aufgabe ist es, Wunder zu wirken. Nimm Gott beim Wort. Genau für diese Zeiten wurden wir geschaffen. Für diese Zeiten wurden wir auserwählt. Gott will dich gebrauchen, gerade jetzt in dieser Zeit. Der Heilige Geist will durch dich wirken. Stellst du dich ihm zur Verfügung? Vergiss niemals, du bist höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet.